Schriftsteller. Und ich als Bürgermeisterin Gabi Schäfer, dass Sie das genießen und dass Sie sagen, das war eine gute Entscheidung. Und wir kommen im nächsten, übernächsten Jahr gerne wieder und wir tragen unser Festival auch über die Grenzen Bochums hinaus. Das alles wünsche ich Ihnen, nicht ohne vorher noch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön zu sagen. Das wäre alles nicht möglich, wenn es in dieser Stadt an allererster Stelle ja die Initiativen, die Organisationen, die Gruppen gäbe, die dieses Festival sozusagen gestalten und zum Leben erweckt haben. Euch allen, die ihr mit weit über 50 hier vertreten seid, Dankeschön für den langen Atem in dieser Zeit, mal oben, mal unten, aber es hat getragen. Danke aber auch denen, ohne die das in unserer Stadt vieles an Kultur, Sport und ähnlichen Veranstaltungen nicht möglich wäre, nämlich den Sponsoren, der Sparkasse, den Stadtwerken, die immer ordentlich mit dazu beitragen, dass hier ein Programm auf die Bühne gestellt werden kann, das sich sehen lassen kann. Und ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren, an die Stiftung, an das Kultursekretariat NRW, an den Bahnhof Langentreer, an das Kulturbüro und viele, viele andere. Und als Vorsitzende des Stadtsportbundes darf ich mich auch mal ausnahmsweise bei diesem Verband bedanken, denn wir haben auch ein bisschen mithelfen wollen, dass Sie es schön haben und Sie sitzen auf unseren Biertischgarnituren hoffentlich bequem im Schatten und genießen auch von der sitzenden Haltung dieses Festivals. Ich wünsche Ihnen jetzt wunderbare Gespräche, eine wunderbare Veranstaltung, Musik, guten Appetit, alles Liebe und Gute, Glück auf Ruhr International 2012. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Frau Bürgermeisterin. Auch ich möchte mich noch mal ausdrücklich bedanken bei allen. Ich weiß, was das bedeutet, eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen, welche Hindernisse zu überwinden sind, um hier ein sicheres und wunderbares Festival auf die Beine zu stellen. Ich danke noch mal ausdrücklich dem Bahnhof Langendreher, der hier die Kerntruppe, das Kernteam in der Organisation, in der Durchführung stellt, mit den vielen internationalen Institutionen und natürlich auch den Kollegen des Kulturbüros. Und meine Mama hat früher immer gesagt, das Wetter wird gut, wenn du den Teller leer gegessen hast. Nun ist das bei mir in der Regel kein Problem und ich denke bei uns allen nicht. Und das Wetter ist entsprechend und ich wünsche jetzt allen viel Spaß, viele Unterhaltung, viele gute Kommunikation und vor allen Dingen eine großartige Stimmung hier mitten in dieser wunderbaren Umgebung der Jahrhunderthalle im Westpark in Bochum. Alles Gute und wunderbares Pfingstwochenende. Tausend Dank. Das Programm geht weiter. Nicht vergessen, wir haben zwei Bühnen. Das Outdoor-Bühne und das Indoor-Bühne. Und das Dampfgebläsehaus. Einfach genießen Sie das Wochenende mit Ruhr International. Jetzt kommt VMDO aus Dortmund auf die Bühne.